Er kommt zurück! Und wo ist Captain Viridian? Vielleicht in Viridian Forest. Viridian Forest. Junge, ich kann nicht reden. Meine Güte, jetzt habe ich einen Job verkackt. Hallo? Ist irgendwer da? Temporary Fault? Kein Signal. Do not adjust the V-Hold. Regular service will return shortly. Ist die Musik ein Remix? Origami Room. Was passiert hier? Die Musik hört sich aber echt geil an. Try jiggling the antenna. Das hört sich echt nice an, muss ich sagen. Zack, zack. Nein, come on. Zack, zack, zack. Please enjoy these repeats. Oh. Machen wir jetzt wirklich jeden Dungeon nochmal? Das fände ich irgendwie schon nice, muss ich zugeben. 1945 World Cup Final. Was? Was? Ist da vielleicht ein Check? Ja, ein Dings, ein... Oh, die Untouchables. Moment, bevor ich da jetzt lang gehe. Mann, ich habe kein Signal. Ich würde halt gerne wissen, ob ich nicht irgendein... Ah, alles klar. Man muss da lang. On the water, on the waterfront. Das W erinnert sich ganz zu einem V, seht ihr das? Lol. Aua. Nein, ich hab den Checkpoint nicht aktiviert. Da gab's einen Checkpoint irgendwo. Ich hab's gerade noch ganz schnell im Augenblick gesehen, als ich gestorben bin, dass da noch ein Checkpoint war. Ach Kacke, jetzt muss ich das wieder machen. Ich dachte, ich wäre das jetzt los. Weil das hier finde ich irgendwie echt schwer. Aber ich hab's. Ja, das ist wirklich ein Checkpoint hier. Vielleicht von hier? Ich liebe diese Musik gerade einfach. Ich dance innerlich richtig gerade ab dazu, muss ich zugeben. Oh Gott, das ist echt... Alter! Du musst wirklich auf alles achten. Scheiße! Wie denn? Wie soll ich denn auf alles achten, wenn diese Mucke so richtig hypt? Und richtig geil ist? Oh, das hat so geklappt, das hat geklappt. Kacke. Das funktioniert aber, glaube ich. Komm schon! Oh, 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 yes! Gunsmoke, aber mit einem V. Warte, was passiert, wenn wir hier durchgehen? Wie witcht? Okay. Warte, war das nicht richtig hier lang? Television News Reveal, was? Oh, Vertigo! Warte, was passiert, wenn ich da durchgehe? Ich würde mir schon gerne alles anschauen. Ich weiß nicht, ob mich das Spiel lässt. Vielleicht ist das auch so ein einmaliger Ort, wo wir gerade sind.
deshalb habe ich gerade ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Aber nicht sowas, sowas hasse ich doch. Ich hasse sowas wirklich sehr. Aber vielleicht ist das ein Rückweg, ganz ehrlich, weil... Komm, gehen hier lang. Zu Vertigo. Da, die wollen jetzt ehrlich das durchgehen? Krass. Einfach nach links halten? Vielleicht ganz kurz Pause machen und jetzt... Moment. Oh Mann, diese Musik ist gerade so geil. Wieso muss die Musik gerade so abfeiern? Ach fuck, der stellt mich auch noch. Oh Gott, picke Poison ist das hier insgesamt, Alter. Oh, ich bin durch. The Wound Show. Da kommt ein Checkpoint. Ich gehe nach unten. Ich gehe doch hier lang. Ey, was ist denn das? Kann man, da soll man hier überhaupt lang? Das Spiel sagt mir vor allem auch nichts. Wäre ja nett, würde mir das Spiel sagen, ja, du musst hier lang oder nein, hier sollst du noch gar nicht lang. Das ist für später oder so. Ich kotze gleich. Du. Okay, das ist doch zu schwer. Wir machen doch das hier. Ja, ohne Witz. Das ist echt hammerschwer, du. Jetzt, Moment. Ich habe einen neuen Gegenstand. Okay, danke, Steam. Ach, ich muss ganz durch. Nein. Ach komm. Das hätte geklappt, glaube ich. Na ja, oh Gott. Ach, ach so. Wow, 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 wow. Endlich ein Checkpoint, dicker Mann. Wie lange hab ich drauf gewartet, yeah. Ba-da-ba-ba-baum. 1950 Silvesterstone Grand 5. Weiß nicht, ob das vorher gelesen habe. Wenn nicht, dann sorry. Ich kann gerade nicht anders, ne Leute? Die Musik, die ist einfach gerade zu krass. Das ist einfach ein richtig geiler Remix für ein Spiel. Und das ist im Spiel selber drin. Nicht irgendwie so ein Fan-Remix oder so. Das ist, Alter, das haut schon richtig rein, du. Was? Ach komm, das musst du in einem durchschaffen, glaube ich. Nein! Dieser eine Millimeter, jetzt really? Komm, ich kotze gleich, Alter. Komm mal, hier chillen. Jetzt! Nice. DIY V Repair. Du, du, du. La, 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 la. Dimensional Stability Generator. Currently generating maximum stability. Status online. Ready. Aha! Das muss der Grund sein, warum diese Interference passiert ist. Ich frage mich, ob ich es ausschalten kann. Warning, disabling the dimensional stability generator may lead to the instability. Are you sure you want to do this? Ja. Seriously, the whole dimension could collapse. Just think about this for a minute. Are you really sure you want to do this? Ja. Warning, dimensional stabilizer offline. Uh oh. Was hab ich gemacht? Party time? Okay. Oh mein Gott. Upstairs, downstairs. Oh, wir werden wirklich in jedem einzelnen Dungeon nochmal zurückgehen. Aber mit gemischten Sachen von anderen Dungeons. Okay, das ist jetzt echt kacke. Ich hasse diesen Ort schon vorher. Also genau diesen Raum hasste ich schon vorher. Aber jetzt ist er ja richtig
Bleh. Was? 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 Ich glaube, ich einer der besten Soundtracks, die wir gerade hören. Timeslip. Oh, das schon wieder. Ach, come on. Ihr seid doch gemein. Okay, ich hab's im Wow fürs Try. Freeze Company. Hä? Was? Excuse me? Was? Was ist hier gewollt? Ich verstehe es nicht ganz. Ach, ich rutschte zu sehr. Ah. Ja, meine ich ja. Luigi Time halt, ne? Okay, da kann ich glaube ich rüberspringen. Also komplett skippen. Oder auch nicht. Ich lasse es lieber. Ich mache zweimal und dann war es das, glaube ich. So, zack und zack. Nice. Zack, zack. Zack. Nein! Du Spaß! Betrug! Das ist ja. Schaffe ich jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt habe ich's. Die 9 o'clock News. Das war da lachen gerade. Das war gerade ein paar Fehler. Habt ihr gesehen? Ich spule mal zurück. Da waren ein paar Fehler. Aber da komme ich doch gar nicht zurück. Oh lol. Das ist nur optische Täuschung. Dial M for Murder. Was? What? Wollen die sagen, ich bin ein Mörder? Was ist hier los? Wo sind wir überhaupt? Was ist passiert? Was haben wir getan? Haben wir das ganze Universum kaputt gemacht oder so? Das habe ich nämlich gerade das Gefühl, dass wir es getan haben. Ey, sorry, ne, falls ich das ganze Universum außerdem kaputt haben sollte. Kaputt gemacht haben sollte. Tut mir echt leid, ne? Ganz Smoke 1966, da war schon wieder ein Glitch, hab ich das gesehen. Was? What? Cosmic Creepers? Alter. Digga, das Spiel, das geht crazy. Das Spiel bricht gerade zusammen. Merkt ihr das auch, Leute? Alter, das kann ich ja nicht mehr einbilden hier. Das Spiel bricht einfach zusammen. Das Universum ist irgendwie zerstört oder so. Oh Gott, auf diese Stelle ist mal wieder ekelhaft. Wie immer in diesem Spiel. Ja, und jetzt? Okay. The Willy People. Da kommen die People zum Willy, Alter. Sorry. Nein! Es gibt übrigens in diesem Spiel ein Achievement, wenn man das Spiel ohne Tod, das heißt, nichts treffen lassen, durchspielt. Ja! 100% Steam Achievements sind dann wohl unmöglich, I guess? Weil, ihr seht ja, wie oft ich bisher gestorben bin. Ich bin alleine jetzt schon mehr als 1000 Mal gestorben. Man sollte, soweit ich weiß, kriegt man auch so ein Z-Gibs-Face, wenn man öfter in einem einzelnen Raum stirbt. Das heißt, wenn ich jetzt hier 100 Mal oder so öfter sterben sollte, dann krieg ich so ein Z-Face. Panic Room. Ja, ich panik gerade, Alter. Das ist crazy, was hier abgeht. Was? Ach, Kacke. Hey, wie komm ich denn da durch? Das stelle ich jetzt irgendwie nicht so. Warten. Nein! Aber ich glaube, das müssen wir so machen. Das ist natürlich obviously angelehnt an den Tower. Ach, zu früh. Alles klar. Aber das ist nicht ansatzweise so schwer wie der Tower. Zum Glück. Und ich bin gerade wieder zu schnell. Chill, chill, jetzt. Und jetzt zack. In the margins. Alter, das glitscht alles richtig rum. Was? Panic, Digga, was passiert hier? Was? Heaven's Gate. Alter, das Spiel verwirrt mich voll. Das ist echt gut gemacht, diese Atmosphäre. The Final Challenge. Oh. Final Challenge, Leute. Nein. Oh, ihr habt einen Checkpoint. Okay, also nochmal den Tower, aber in anders. Okay, alles klar. Wie bitte? Was? Okay. What? Ah, man muss da... Alter! Okay, das ist crazy! Oh, lol! The Final Challenge, Alter!
Und ich dachte, ich bin schon fertig mit den zwei schwersten Trinkets. Jetzt kommt noch sowas! Also... Das Spiel hat mir gerne mal ganz am Anfang sagen müssen, yo, Dark Souls Modus aktiviert. Nein, ich hätte sogar geschafft nach oben. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, was ich machen muss, wenn ich dann da oben lande. Oh, ich kann auch so landen. Dann spare ich ein bisschen Zeit. Oh, ich hätte eine Sekunde mehr gebraucht. Ärgerlich. Was ist denn jetzt gerade passiert? Okay, das Spiel ist gerade ein bisschen verglitscht, glaube ich. Also gerade ein klein bisschen ist das Spiel abgeglitscht. Schon wieder. Weiß jetzt nicht ganz, woran das liegt. Schon wieder. Okay. Danke, Spiel. Okay, das ist mir echt zu schwer irgendwie. Ich möchte das nicht machen. Das ist mir zu schwer, Mann. Was? Jede Runde passiert irgendwas anderes. Manchmal schaffe ich es hier durch und manchmal nicht. Und dann muss ich mich immer auf was anderes einstellen. Ich krieg das definitiv nicht hin. Das kriege ich niemals hin. Was? Nein, komm schon. Das hättest du doch gerne gelten lassen. Ach, du bist doch echt gemein, Spiel. Ich glaube, das Schwerste in dieser Passage ist wirklich, diesen einen mini kleinen Block zu treffen. Und natürlich hier der Anfang. Nein, ich hätte ihn getroffen. Ach, das finde ich einfach nur unfair und gemein, dass man da sofort stirbt. Ich hab's. Was jetzt? Da sterbe ich! Ach man. Jetzt mache ich die ganze Zeit diesen Glitch, diesen seltsamen. Ach komm, ich bin doch richtig gelandet. Das ist doch unfair. Meine Fresse, Mann! Sorry. Ich werd grad echt aggressiv, ne? Ich hatte vorher diese beiden anderen Sachen, die mich schon aggressiv machen. Und jetzt sowas. Was soll das? Oh! Was? Was passiert hier? Ich bin so verwirrt. Das Spiel macht aber das richtig gut, dass alles so verglitscht ist. Das macht das Spiel echt richtig gut. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das mir wirklich diesen Schein gegeben hat, dass das Spiel so verglitscht wäre. Das ist das erste Spiel, das das macht. Da gibt es einen richtig dicken Pluspunkt dafür. The Last Straw. This is the final straw! WV 19 von 20! Oh Gott, das letzte Trinket. Wo ist es? VVV. Outer Space. Game complete. All crew members rescued. Trinkets found 19. Game time. Fast 3 Stunden. Total flips. Total deaths. Hardest room. Edge games. Aber bei Edge Game habe ich echt länger gebraucht als bei diesem anderen. Krass. Und was jetzt? Jeden Moment. Hallo, Captain. Dir geht's gut! Ich wusste, dir wird's gut gehen. Wir haben uns Sorgen gemacht, weil du nicht zurückgekommen bist. Aber als du diesen Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Undertale.
Und wir konnten dich somit zurückteleportieren. Ans Board. Boah, wir hatten echt richtig viel Glück. Danke, Leute. Es sieht aus, als würde diese Dimension anfangen zu destabilisieren. So wie unsere eigene. Wir können noch ein bisschen bleiben und erkunden, aber irgendwann wird das hier alles komplett zerfallen. Das heißt, die geben uns noch hoffentlich die Chance, das letzte Trinket zu finden. Ich kann nicht genau sagen, wie lange wir hier noch bleiben können, aber das Schiff ist repariert, also wir können gehen, wann wir wollen. Also, sobald du ready bist, ne? Ab nach Hause. Was jetzt, Captain? Wir sollten einen Weg finden, diese Dimension zu retten. Und einen Weg finden, unsere Dimension natürlich auch noch zu retten. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Let's go! Und da sind wir bei den Credits. Starring Captain Viridian, Dr. Violet, Professor Vitellery, Officer Vermilion, Chief Verdigris und Dr. Victoria. Credits! Diese tollen Leute haben dieses echt geile Spiel entwickelt. Ich weiß doch, als ich am Ende der ersten Folge gesagt habe, 5 bis 10 Euro, das Spiel kostet nur 5 Euro, Leute. Es gibt manchmal auch Rabatte. Also ihr kriegt das Spiel für höchstens 5 Euro. Wenn ihr es ganz normal kauft, ohne Rabatte, irgendwas, 5 Euro. Ich weiß gar nicht, ich habe es, glaube ich, für 3 Euro oder so geholt. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Sagen wir einfach mal, ich habe es für 5 Euro geholt. Für 5 Euro. Ist das Spiel für 5 Euro wert? Also für die Experience, ja. 5 Euro, wenn du mal so eben 5 Euro noch übrig hast und du hast nichts zu tun damit, dann würde ich euch schon raten, das Spiel zu holen. Das war echt nice. Habt ihr gesehen, was man dafür bekommt? Müsste ich dem Spiel eine Bewertung geben? Am Anfang war ich für eine 8 von 10, aber das Ende gerade, das Ende war mega geil gemacht. Und ich gebe dem Spiel eine 8 von 10, wenn ich jetzt noch ein bisschen was machen kann. Denn ich will euch noch den Rest des Spiels zeigen. Egal, wie lange die Folge wird. Das Spiel war echt geil. Es hätte eine 9 von 10 bekommen, wäre es länger. Und ich fand, by the way, auch die Map irgendwie seltsam. Oh, wie süß. Da haben wir schon mal das Thumbnail. Alles schaltet sich gerade nach und nach frei. Epic. Geil, das finde ich echt nice. Wer ist, by the way, euer Liebling von denen? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Congratulations! Dein Speicherstand wurde geupdatet. Okay, wir können weiter exploren. Und wir haben Time Trials bekommen. Flip Mode bekommen. Wollen wir die auch noch machen, Leute? Die anderen Play Modes? Es gibt Time Trials, also Replay any level in the game. Also irgendwelche Dungeons des Spiels machen in einer bestimmten Zeit. Hier können wir nochmal Intermissions machen. Die Level, die man sonst nicht bekommen kann, glaube ich. Und No Death Mode, Achievement S-Rank oder Boffin at least for Time Trials. Okay, also es gibt einen Kein-Tod-Modus, von ich euch ja schon erzählt habe. Den kriegt man, wenn man Time Trials ein bisschen spielt. Und Flip Mode. Flip Mode macht das ganze Spiel umgedreht. Also es gibt ja Spiegelvilla oder Spiegelmodus, Spiegelcup, was immer in manchen Spielen. In diesem Spiel gibt es den Flip-Mode, das macht das ganze Spiel einfach andersrum. Aber von oben nach unten andersrum, nicht von links nach rechts, wie so ein Spiegel. Das ist krass. Okay. Hier sind wir wieder. Nice. Und was haben wir noch freigeschaltet? Pressure Cooker. Oh, eins meiner Lieblingslieder. Predestined Fate. Das ist auch mega nice. Popular Potpourri. Was? Ist das das Ende? Geile Musik auf jeden Fall. Und unsere Trinkets. Eins fehlt aber leider noch. Ich weiß nicht, wie wir das bekommen. Ich werde mal ganz kurz nachschauen, wie man es bekommt.
Okay, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, das Trinket war die ganze Zeit, oder zumindest fast die ganze Zeit, auf unserem Schiff. Wo? Hier. Captain, guck mal, was ich gefunden habe, als ich gearbeitet habe. Ich habe dieses Ding im Labor gefunden. Ein Shiny Trinket. Alle 20 haben wir nun. Es wirkt, als würde es irgendeine seltsame Energie vor sich, an sich rausgeben, was auch immer. Also ich habe es analysiert. Oh, wirklich? Ja. Warte. Heißt das, du hast alle von denen gefunden? Wow, du hast wirklich alle von denen gefunden. Echt? Cool. Ich versuche mal ein paar Tests und ich guck mal, was ich damit machen kann so. Das hat sich nicht gut angehört. Renn! Oh nein, nicht schon wieder! Oh Gott, nein! Warte, es hat aufgehört! Hier ist es doch, wo wir diese glitzernden Dinger niedergelassen haben oder halt gelagert haben. Oder? Was ist passiert? Wir haben nur damit rumgespielt und dann ist es auf einmal explodiert. Aber guck mal, was sie gemacht haben. Ist das ein Teleporter? Ich glaube schon, aber ich habe noch nie so einen riesengroßen Teleporter wie diesen hier gesehen. Wir sollten investigaten. Was denkst du, Captain? Sollten wir herausfinden, wohin uns das führt? Let's go! Oh Gott, es war vielleicht nicht so klug, alle auf einmal reinzugehen. Oh nein, wir sind gefangen! Oh Gott. Wie sollten wir denn hier rauskommen? Kombinieren! Was? Ich kriege ein Flashback zu Super Paper Mario. Was? Das können die? Oder du weißt schon, wir hätten doch einfach zurück teleportieren können? Wow, wo sind wir hier? Es sieht aus wie ein anderes Labor. Wir sollten uns umschauen. Congratulations, du hast das geheime Labor gefunden. The Secret Lab is separate from the rest of the game. You can now come back here at any time by selecting the new Secret Lab option in the play menu. Ah, okay, also das hier ist nicht auf der normalen Map zu sehen. Man kommt hier nur hin übers Menü. Alles klar. Nee, warte, wie hell ist es doch hier? Guck, da ist es. Interessant. Vitalery. Captain, siehst du das? Mit deren Recherchen und unserer sollten wir in der Lage sein, unsere eigene Dimension wieder zu stabilisieren. Wir sind gerettet! Nice! Hey Violett! Guck dir all diese Recherchen an! Das wird eine große Hilfe sein, wieder zurück nach Hause zu kommen. Nice, Leute! Ein Happy Ending hat das Ganze doch noch! Und was ist das? Flip-Mode, Moment, was? Flipmode Challenge. Complete Game in Flipmode. Das kann ich ja vielleicht mal im Stream machen, wenn ihr wollt. Last 10 Seconds in the Super Gravitron. 5, 15, 20, 35. Eine Minute. Win with less than 50 deaths. Win with less than 100 deaths. 250 to 500. Complete the game. Time trial. Okay. Okay, also es gibt zumindest keine Trophäe, wenn man das Spiel ohne Tod durchspielt. Aber man muss das Spiel mit weniger als 50 Toten machen. Das ist jetzt auch nicht groß besser, muss ich zugeben. Oh doch, hier ist das. Oh Gott, nee, Leute, das mache ich leider nicht. Es tut mir leid. Das zählte nicht zu meinen 100%. Ich habe es nie gesagt, dass das zu meinen 100% zählte. Mache ich also nicht. Tut mir leid. Pedigrees! Die waren so nah dran, herauszufinden, wie sie das fixen können. Vielleicht können wir es ja für sie reparieren. Vielleicht werden sie dann zurückkommen.
Vielleicht. Victoria! Ich hoffe, jetzt hast du keine Angst mehr. Dieses Labor ist unglaublich. Die Wissenschaftler, die hier gearbeitet haben, wissen viel mehr über Warp-Technology als wir. Nice. Moment, man kann ihn noch nach unten. Okay. Schau mal, was ich gefunden habe. Es ist sehr schwer. Ich kann nur für 10 Sekunden aushalten. Vermillion? Okay. Warning, the Super Gravitron is intended for entertainment purposes only. Anyone found using the Super Gravitron for educational purposes may be asked to stand in the Naughty Corner. The Naughty Corner? Ist das hier die Naughty Corner? Oh, ich werde sofort traurig. Leute, in der Naughty Corner. Aber Leute, wir können endlich ein Happy Ending hier feiern. Super Gravitron, ach, das ist es. Oh, jetzt erinnere ich mich. Oh nein, hier soll man eine Minute aushalten. Geil, 2 Sekunden Weltrekord, Alter, geil. Komm, ich will 5 Sekunden, komm schon. Jetzt für den Abschluss, für das Let's Play. Bitte. Gott. Nice! 5 Sekunden, Leute, ich habe ein Achievement dafür bekommen. Continue to menu. Und hier können wir Player Levels. Play Level, Level Editor. Man kann neue Level machen? Community Level? Maybe. Secret Lab. Und eine weitere Trophäe, damit ich euch glücklich machen kann. Hier war eine kleine weitere Trophäe, so sehen die anscheinend aus oder so. Keine Ahnung. Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Wir sehen uns beim nächsten super tollen Projekt wieder. Und ich gehe erstmal ein bisschen weinen, bis wir eine neue Dimension geschaffen haben. Ciao!